Ist leider nicht genügend Hühner gefangen, ja. Überraschung. Nochmal. Ja, jetzt aber richtig. Jetzt nochmal mit Gefühl. Komm her, Huhn. Musst du dich da hinten in die hinterletzte Ecke platzieren, Mr. Huhn? Kostet doch Zeit für uns. Hey, jetzt beim ersten Greifversuch gegriffen. Das ist ja ein Konzept. Greif es, Dude! Ist doch nicht so schwierig. Mr. Briefträger, du gehst mir jetzt nicht auf den Keks. Ich muss Hühner sammeln, Mann. Dann, so. Kannst du mir jetzt mal ein Herz oder sowas geben? Sind wir langsam mal durch hier mit dem Unfug? Aus und vorbei. Danke, jetzt und Dank. 30 mysteriöse Muscheln erhalten. Jesus. 50 Rubine. Ein schönes Gefühl, wenn man was Gutes getan hat. Oh weh, die Hühner sind weg. Nee, meine Geldbörse ist voll. Ich helfe dir nicht. Warum denn nicht? Meine Geldbörse ist voll, Mädel. Eine größere? Ne, ein Bumerang. Hühner sind mein bester Job in der Stadt, offensichtlich. Ein Bumerang macht 300 Rubine, eine große Hilfe bei deinen Abenteuern. Kaufst du das? Ja, komm, gib her. Da, 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 Bumerang halten. Er kommt immer zurück, ein tolles Design. Danke, dass du so viele Rubine ausgegeben hast. Ja. Immerhin dafür bedankt er sich. Mädel, ich habe kein Geld mehr, ich muss Hühner sammeln. Ist mir sie wieder einzufangen? Klar doch. Gut, dann fangen 5 Hühner dieses Mal aber nur in 45 Sekunden ein. Brauchst nicht in Häusern oder sonst irgendwo zu suchen. Goldene Huhn hier vorne ist wieder da. Schauen wir mal. Das ist in einer guten Position. Die Damen hier stören. Oh Gott, okay. Ja. Ich hasse dieses goldene Huhn. Warum? Ich hasse es. Ist hier zufällig eins. In der kurzen Zeit können wir niemals noch einen Huhn sammeln. Zeit ist abgelaufen, außen vorbei. Danke, jetzt und Dank. 30 mysteriöse Muscheln erhalten. Immerhin First Try. Das 130 Rubine erhalten. Das ist ein schönes Gefühl, wenn man was Gutes getan hat. Gibt's hier kein Herzteil oder so? Ich hätte schwören können, hier gibt's irgendwann ein Herzteil am Ende dieses Quest. Oh weh, die Hühner sind weg. Hilfst du mir, sie wieder einzufangen? Klar doch. Gut, dann fangen 6 Hühner in 5 Sekunden. Da geht's sogar noch weiter, der Quest. Okay. Ja, ich weiß. Ich hab's seitdem, dass wir angefangen haben, schon ein paar Mal gemacht, den Hühner sammeln. Mädel. Ah! 3. 4. Fünf. Sechs! Ha! Easy! Können wir jetzt bitte durch sein mit dem Unfug? Langsam geht's mir auf den Keks. Danke, jetzt und Dank. Danke. Glücksfragment erhalten. Okay, es ist kein erzählbar Glücksfragment. Du hast nur 100 Rubine erhalten. Es ist ein schönes Gefühl, was Gutes getan hat. Großartig. Oh weh, die Hühner sind da. Gibst du wieder anfangen? Nein! Warum denn nicht? Ach ja, ich muss L drücken zum Vereinen, ne? Ach, ich kann gar nicht mehr. Ich kann gar nicht mit dir vereinen. Schwören können, sie hatte eben auch die ganze Zeit so ein Verein-Dingensbummens über dem Kopf. Guten Tag, mein Bruder ist in der Schule. Wünsche es. Ich habe ein 100 Sub-Badge, aber durch Yu-Gi-Oh! Ist mein Badge mutiert. Okay.
Das tut mir schwer leid, Fragezeichen. Wenn du ein Gott wirst, hast du wieder ein Hühnchen. Als Sub-Badge. Egal, was die Leute sagen, der Bürgermeister ist ein guter Mann. Wenn du das sagst, alter Mann. Ach so, ich fürchte, hier ist noch geschlossen. Da kann man nichts machen. Versuchen wir später nochmal. Klar, Tür ist weit offen, aber ist natürlich noch geschlossen, weil der Hut das sagt. Was für ein nutzloser Kauz! In diesem Zimmer stimmt etwas nicht. Was? Die Masken da sehen so aus, als könnte man sie von der Wand holen. Ich bin Hagar, der Bürgermeister dieser Stadt. Wenn ich Bürgermeister bin, habe ich normalerweise sehr viel zu tun. Vom Huhn zum Dino. Trotzdem habe ich ein Hobby. Ich sammle Masken. Sie sind so wundervoll, wunderschön. Fragmente weinen? Ja, sehr, sehr gern. Passt nicht so ganz. Wie, du möchtest nicht? Ich hab's halt nicht. Ich habe irgendein Fragment gerade gekriegt, aber nicht das, was du willst, also... GG. Du hast ein Dungeon hinter deinem Haus, Junge. Probleme, Probleme. Hey. Ich scheine den falschen Knopf zu drücken. Glücksfragment erhalten. Hm. Spannend. Hey, Dude. Hast du zufällig das Fragment, das du haben willst, direkt in deinen Keller platziert? Fragmenteverein? Ja, sehr, sehr gern. Hast du. Weirdo. Beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Mhm. I see. Ach, auf der Long Long Farm, okay. Passen perfekt zusammen. Ich denke, jetzt passiert etwas Gutes. So, gehen wir mal zur Long Long Farm rüber, wa? Mal schauen, ob wir da Lustiges freigelegt haben. Wir sind schon wieder auf 235 Rubinen. Ich sollte vielleicht gleich was kaufen. Oh, Toxic! Hey, hey! Einen wunderschönen guten Abend. Macht dir bequem. Alles gut bei dir? Lange fahren wir, glaube ich, hier lang. Aua. War das hier beim letzten Mal schon offen? Ne, oder? 20 mysteriöse Muscheln erhalten. Okay. Wenn du nicht im Keller reinigst, hast du eben ein Dungeon für Gäste. Right? Warum sind wir nicht an der Longlong Farm vorbeigekommen? Ich bin verwirrt. Aber auf jeden Fall können wir mal eben hier rüber. Ich scheine irgendwo falsch abgebogen zu sein. Gucken wir gleich nochmal. Wo wir gerade einmal hier rumhängen, gehen wir den Jungen hier mal eben besuchen. Hallo! Einmal, irgendwas mit Birnen. Sie sprießt zwar noch nicht, aber sie wird bestimmt sehr groß. Was? Nochmal. Hör mal zu, ich habe eine große Bohne gepflanzt. Sie sprießt zwar nicht, aber so. Okay. Was hatte das jetzt mit Glücksfragmenten zu tun? Beim letzten Mal hast du nicht mit mir gesprochen, weil ich nicht wusste, was Glücksfragmente sind. Das hatte jetzt nichts mit Glücksfragmenten zu tun, mein Junge. Blöde Viecher. Na gut. Den gehen wir mal wieder. Hier war der eigentliche Wald schon. Hier arbeiten sie gerade und lassen uns nicht durch. Da ist Vollsperrung. Ach so, Moment, wir sind nicht an der... Ha, ja klar, wir sind nicht an der Longlong Farm vorbeigekommen, wo beim letzten Mal, als wir gehen mussten, konnten wir ja nicht durch Stadt Hyrule gehen. Ich bin der flinke Briefträger und eile für dich durch die Stadt. Cool. Sondern wir mussten hier im nächsten Gebiet abbiegen. Du stehst im Weg! Hier wird gebaut, du kommst hier nicht durch. Es tut mir leid. Tut's nicht. Lüg nicht. Träger der heiligen Macht des Windes, Flügel mögen dich nun tragen, bla bla bla. Ah, schon wieder das einmal. Ich erschrecke mich jedes Mal so, wenn so eine Tafel explodiert. Ah, langt. Jetzt ist gerade Unterricht. Du kommst nicht rein. Aber ich will auch Unterricht nehmen. Außerdem sieht das dann nicht nach Unterricht aus. Ah, ihr scheint ja richtig viel Spaß zu haben. Rotznasenkind darf nicht mitmachen. Draußen ist es zu gefährlich, ich kann dich nicht durchlassen. Das sieht nach dem Hintereingang aus. Groß! Ach, den kennen wir schon. Okay, also wir waren jetzt schon beim Bürgermeister. Hier ist noch geschlossen. Kommen wir hier rein oder sagt uns Salo ja auch, ne, ich fühlte, hier ist noch geschlossen. Ja, kein Ding. Hund, ich hasse dich. Auf.
auf. Nerviger Hund. Hier sind wir eben auch schon drin. Dann können wir dieses Bücherregal da schieben? Das sieht so aus. Jetzt könnten wir es schieben. Guten Appetit, Vargas. Bis dann. Hier eben schon drin. Hm? Da scheint niemand hier zu sein. Vielleicht sollten wir nicht reingehen. Okay. Da ist ein Küken auf dem Dach. Ach, ein Schwertmeister. Ich bin Magnus, der Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Schätze schon. Zunächst zeige ich dir die wichtigste Grundlagentechnik, die Wirbelattacke. Halte mit dem Schwert belegten Knopf gedrückt, warte bis der Schwert aufgeladen ist, lass den Knopf los, es ist vollbracht, hast du das verstanden? Ist jetzt nicht so kompliziert. Ausgezeichnet, du lernst schnell, doch Schwerttechniken muss man mit dem eigenen Körper erlernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lass dich die Technik ausführen. Nun, also die Marionettentechnik von Meister Magnus. Sehe und staune. 1, 2, 3, Marionette nun sei. Großartig. So, nun versuche es selbst. Knopf gedrückt dahin, bis der Schwert aufgeladen ist und dann loslassen. Es hat nicht funktioniert. Okay, ich muss gehen. Tut mir leid, hat nicht funktioniert. Hervorragend, du hast Talent. Ich überreiche dir feierlich diese Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du eine Schwerttechnik vergessen solltest, kannst du sie dort nachlesen. Kannst im Statusmenü nachlesen. Du hast die Wirbelattacke gelernt, eine Technik von Meister Magnus. Cool, und tschüss. Dort schon eine Dreiviertel-Ewigkeit, die aufzuladen. Not worth. Ich hätte gern Kaffee. Hier hört man viele Gerüchte. Schau ab und zu mal vorbei. Satz mit möglichst vielen Leuten Fragmente vereinen. Willst du mit mir Fragmente vereinen? Okay, ich glaube, das könnte klappen. Ich habe keine grünen Fragmente. Wie, du willst nicht? Bin immer hier, also komm immer vorbei. Puff. Ich sitze hier allein und entspanne mich. So gefällt mir das am besten. Soll ich dir etwas erzählen? Regale kann man bewegen. Es gibt viele Dinge, die man schieben oder ziehen kann. Probier's aus. Ich habe es gerade eben versucht, aber es ging nicht. Das Fragment fein schön langsam, mein Kind. Ich hab momentan nur das rote Ding. Ich drücke mir den falschen Knopf, ist unglaublich. Ein Prosit, ein Prosit, ein Prosit mit Milch. Was soll ich nur heute Abend kochen? Na, das hier können wir auf jeden Fall schieben. Großartige Arbeit, Team. Wir haben geschoben. Fieb. Kommen wir mal als Minischrubber. Spannend. Angeblich sein. Ah, das kennt man schon. Ein Schuhladen. Kriegen wir neue Schuhe von dir? Oh, guten Tag, willkommen im schlimmsten Schuhladen. In letzter Zeit werden Schuhe wie von selbst gefertigt, während ich schlafe. Ich bin schon ein Naturtalent, wenn ich sogar im Schlaf Schuhe machen kann. Großartiger Kerl. Im Moment haben wir hier tatsächlich eine Transformationsstelle, ist ja unglaublich. Ich kann die Szene nicht abbrechen, weil wir sie noch nie gesehen haben auf einer Vase. Gut, dass hier ein Blatt drin ist, sonst wären wir zwei Fallschaden gestorben. Ich hätte gedacht, dass ich selbst Werkzeuge Portale sein können. Ich bin nicht so klein aus, aber sie haben viel Fantasie. Schuhe im Weg. Ich komme nicht hoch. Warte, deswegen darf ich mich hier transformieren, weil wir exakt nichts damit machen können, uns hier zu transformieren. Schön, wie sich der Schuh bewegt, während er pennt. Okay. Ach so, ich fürchte, hier ist noch geschlossen. Da kann man nichts machen. Versuchen wir später nochmal. Die Tür ist verschlossen, von hier aus kommt man nicht rein. Tschüss. Seht her, frisches, frisches, frisches Obst. Ihr verkauft nichts. Frisches Gemüse von Karo und Toffel. Mit Sorgfalt gezüchtet. Sehr gesund. Fragment fallen, sehr gern. Das ist nicht mein Fragment. Die Tür war in der Tat fest verschlossen. Das ist keine Fragmente. Immerhin die Bäckerei existiert. Mmh, das riecht aber lecker. Kann man hier mal was probieren? Frag doch mal nach.
Guten Tag, bring zur Kasse, was du kaufen möchtest. Ich hab's getan, aber du hast mich nicht bezahlen lassen. Herzlich willkommen in der Bäckerei Krümel und Konditor. Ein Brot kostet 20 Rubine. Vielleicht ist ein Glücksbringer da drin. Du hast ein Brot gekauft, das sieht aber lecker aus. Im Inneren war ein Glücksfragment verbogen. Ja, die Glücksbäckerei. Herzlich willkommen, Glücksbäckerei Croissant kostet 30 Rubine. Vielleicht ist ein Glücksbringer drin. Sure. Ein Croissant gekauft. Gebetondret, im Inneren war ein Glücksfragment verborgen. Ja, ja, die Glücksbäckerei. Herzlich willkommen. Kuchenstück kostet 40 Rubine. Ist ein Kuchenstück gekauft, eine wahre Gaumenfreude. Diesmal war nichts drin, für 40 Rubine allerdings. Natürlich, die günstigen haben wir drin, die teuren nicht. Tortenstück kostet 60 Rubine, vielleicht ist ein Glücksbringer da drin. Ein Tortenstück gekauft. Für gemütliche Kaffeerunden. Es war nichts drin, trotz 60 Rubine. Ihr habt aber nichts an Waren ausgestellt, liebe Leute. Knet, knet, das wird was Leckeres. Knet, knet. Ich hab gedacht, vielleicht kriegen wir was dafür, den Laden leer zu kaufen, aber offensichtlich nicht. Yay, Geld verschwendet. Aber dafür weiß ich das jetzt zumindest, mehr oder weniger. Ich möchte spielen, aber der Laden hat dicht. Ja, Pech gehabt. Okay. Ich glaube, wir waren jetzt überall. Die Fähre haben wir besucht. Die Häuser haben wir alle besucht. Kinder kennen wir schon. Hier haben wir noch nicht mit den Leuten gequatscht, glaube ich. Wenn diese Glocke erklingt, wird in Hyrule etwas passieren, sagt man. Mit dem Sauggerät kommen wir da schon mal nicht dran. Hey, Alter. Ich möchte ein Buch ausleihen, aber die Bücherei ist mir geschlossen. Oh, ich bin halt, ich kann warten. Jetzt Fragmente fallen, wir können es ja mal ausprobieren. Ich habe leider nichts für dich. Wenn es keine Fragmente fallen, dann müssen wir es mal. Na, hier waren wir auch noch nicht. Die Wache macht sich sofort bereit, sieht, dass wir aus der Entfernung kommen. Nein! Wird sie in den Weg. Kann man verstehen, Obst und Gemüse, aber wo ist das Fleisch? Ja, gibt kein Frischfleisch in die Ruhe. Und zack, ein Brief, und hier, und gibt hier ein Minispiel oder so. Und zack, passt wird nicht weniger. Scheinbar nicht. Naja, hätte sein können. Die Schwertkampfschule von Meister Magnus im Süden der Stadt ist, ja, er bringt dir seine persönliche Schwerttechnik bei. Vielleicht soll ich auch dorthin. Vielleicht solltest du erstmal ein Schwert besorgen. Ich komme aus einem fernen Land. Das sieht man auch an meiner Kleidung. Fragmente fallen, ja, gut, mal sehen, ob sie passen. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Schauen wir mal, was Wunderbares passiert. Was ist das? Eine Bärenfalle? Passen perfekt. Hoffentlich passiert etwas Gutes. Ja, wir haben eine Bärenfalle aufgestellt. Kriegen wir doch unser Fleisch. Drecksköter, geh aus dem Weg. Grrr, wow, wow. Ich hasse die Hunde in dieser Stadt. Okay, rüber auf die andere Seite. Gab es denn noch irgendwas? Mit denen haben wir gesprochen, mit denen haben wir gesprochen. Ne, dann sollten wir jetzt wirklich durch sein. Okay, dann schauen wir mal, was wir da gerade lustiges Fragments vereint haben, schätze ich. Und dann sollten wir eigentlich, ich glaube, in den Westen reisen, wenn mich nicht alles täuscht. Wir sind Teleporter. Okay. Ein Glücksfragment erhalten. Fragmente sollen Glück bringen. Ein Glücksfragment erhalten. Fragmente sollen Glück bringen. Okay. Sind wir jetzt in seinem fremden Land? So was, Besuch! Eine seltene Ehre. Wie bist du überhaupt hierher gelangt? Hey, eine dicke Frau. Frisst Pott. Keiner glaubt mir. Ich habe gesehen, wie ein Geist Opa befallen hat. So, der arme Opa. Oh ja, ein Geist. Und außerdem noch ein Glücksfragment. Soll Glück bringen, habe ich gehört. Er hätte gedacht, dass Opa Gastro krank wird. Er war immer so gesund. Vielleicht ist er von einem bösen Wesen besessen.
Als ich noch jung war, nannte man mich Gasto den Windstoß. Ich war fast ein wenig berühmt. In letzter Zeit fühle ich mich irgendwie so schwer, ich kann nicht aufstehen. Windstoß? Okay, mit ihm. Hilft ihm scheinbar nicht. Okay. Wenn wir irgendwann mal einen Fluchheiler finden, wissen wir Bescheid. Ja, danke für die Glücksfragmente, schätze ich. Goodbye. Deidera, moin moin, herzlich willkommen im Stream. Macht ihr bequem. Heute machen wir den Legend of Zelda Minish Cap für Super Sonderstream. Eigentlich für Auri, aber interessanterweise ist Auri irgendwie nicht hier. Dabei bin ich mir sicher, sie war anwesend, als ich die Ankündigung gemacht habe, was ein bisschen ärgerlich ist, aber hey. Und Donald ist wieder da. Muss ich mit seinem Gerät mal registrieren, okay? Ach, schau mal. Eine sprengbare Wand. Hey. Hey. Dankeschön. Ich hätte mir den Bumerang hier drauf. Immerhin haben wir ihn für 300 Rubine gekauft, da muss man nochmal ausnutzen. Ach, Feenquelle. Das ist eine Fee gefunden, sie gibt dir neue Energie. Denke, du wirst erklären, was eine Fee macht, das wusste ich noch gar nicht. Ja, ich schätze, da geht's tatsächlich weiter. Karte. Die Long Long Farm kommen wir momentan leider nicht. Glaube ich zumindest. Ja doch, darüber müssen wir da hinkommen. Na komm, gehen wir mal eben hin. Weil wir hatten da auch was freigelegt. Oder waren da die Bauleute im Weg, genau auf dem Weg, wo ich jetzt gerade geguckt habe? Kann gut sein. Ich glaube, da waren tatsächlich genau die Bauleute im Weg, sodass wir da jetzt nicht lang können. Nerviges Volk. Okay, dann nicht. Wie, hast du einfach vergessen, was der Älteste im Welt gesagt hat? Münch namens Mate soll auf dem Gongolberg leben. Aber wie sollen wir nur diesen Steinberg erklimmen? Es gab, glaube ich, auch keine extra Wege, zumindest nicht, die wir momentan nehmen könnten. Na. Ja gut, lassen wir das erstmal. Dann versuchen wir doch mal, zu diesem ominösen Kerl hinzukommen. Ich habe einen Bumerang und ich werde ihn nutzen. Es hilft allerdings offensichtlich nicht immer. To the Mountain! Wir werden von einem Projektil verfolgt. 50k voll. Oh je, oh je. Ist das gut oder schlecht? Aua. Ja. Das hilft schon mal nicht. Da kommen wir nicht durch. Hier gab es keine weiteren Möglichkeiten, irgendwo durchzukommen. Ging es hier irgendwo entlang? Jetzt gerade nicht im Blick hatte, hier jetzt noch rüber, aber ich meine, ja, hier ist auch eine Stelle, wo wir noch nicht weiterkommen. Tod und Vernichtung. Hm. Nein, ich hab's nicht vergessen, ich wollte die Karte aufrufen. Auf Select ist leider in diesem Spiel hier nicht die Karte versteckt. Da oben ist noch ein Eingang. Ich meine, wenn wir aus Stadt Hyrule rauskämen, dann okay, aber wir kommen aus der Stadt ja nicht raus, weil da die Wachen stehen und uns sagen, gefährlich, bla bla. Kannst nicht raus. Kann natürlich sein, dass ausgerechnet die eine Wache, die ich nicht angequatscht habe, uns nicht sagt, bla bla, kannst nicht raus, sondern, oh, du willst hier durch, ja kein Problem, geh doch. Schauen wir mal. Testen wir mal unser Glück. I-H-U. Spannend. Oh, du hast die Wirbelattacke erlernt. Lass mich überprüfen, ob man dich wirklich nach draußen lassen kann. Zeigst du mir deine Wirbelattacke? Ernsthaft. Der eine Typ, den ich nicht angequatscht hätte, uns gesagt, wir sollen die Wirbelattacke lernen und der lässt uns mit der Wirbelattacke draußen. Natürlich. Ich habe nur mit allen anderen Wachen gequatscht und dann den nicht mehr angesprochen, weil ich mir gedacht habe, die lassen uns eh alle nicht durch. Ja, du hast mich überzeugt. Es sind viele Ungeheuer unterwegs, also sei vorsichtig. Guter Kerl. Ja, guck mal, neue Gegner. Die sich tot spammen lassen. Spannend. Da können wir bomben.
Hätte ja klappen können. Und hier haben wir einen Dekohänder. Tut mir leid wegen der Nuss. Ich verkaufe dir auch eine Flasche für 20 Rubine. Daran kannst du alles Mögliche transportieren. Ich bin sicher, ohne sie wirst du den Gongolberg nicht besteigen können. Kaufen? Sure. Flaschen nehmen wir damit. Seine Flasche erhalten und sie ist sogar leer. Fülle sie mit verschiedenen Dingen. Danke für den Einkauf. Ja, kein Problem. Nichts drin. Bumerang ist mein neues Schwert. Bonk! Der Stein hier vorne blinkt. Aber wie komme ich da nicht durch? Ach, ich kann hier einfach. Okay, ist natürlich eine Option. Naja, er hat zumindest geblinkt, was es jetzt wirklich bedeutet hat, sei mal noch dahingestellt. Das Spiel ist noch schwer als... Was? Noch schwerer als Phantom Hourglass, oder was? Was meinst du? Phantom Hourglass habe ich, glaube ich, nie durchgespielt. Ich habe es so eine ganze Weile... Ach nee, Moment, doch, ich habe Phantom Hourglass durchgespielt. Ein Glücksfragment, ey, wir haben endlich mal was in den Büschen gefunden. Spirit Tracks habe ich allerdings nie gespielt. Ich habe es mal angeguckt und dann habe ich entschieden, keine Lust. Auch wenn Kevin mir da und sagen will, dass es ein gutes Spiel ist. Fuß des Gongolberges. Okay, hier sollen wir weiter. Dann erkunden wir noch gerade eben schnell kurz das Gebiet hier vorne weiter. Weil ich glaube, wir haben jetzt nicht hier alle Ecken angeguckt. Hier ist sowieso eine Sackgasse. Ich weiß aber, wo wir sind. Puff. Glücksfragmente. Glücksfragmente. Ja, aber eine Muschel. Yay, Muscheln. Ja, war hier sonst noch irgendwas? Ich glaube, dann gibt's ja schon gar nichts mehr zu erkunden. Nope, dann gibt's ja schon gar nichts mehr zu erkunden. Ist dieser leuchtende Stein wieder da? Der hat mich eben irgendwie irritiert. Scheint aber auch dieses Mal gar nicht zu leuchten. Vielleicht was random, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht so ganz. Fuß des Gongolberges. Da vorne gibt's erstmal eine sprengbare Wand. Fett im Hourglass, denke, werde ich wieder wütend, denn die Touch-Steuerung war schon ein bisschen anstrengend. Oh, hey. Ups. Tut mir leid wegen den Nuss, ich verrate dir auch was. Mein Freund verkauft in einer Höhle im Süden der Biele-Hochebene ein sehr praktisches Werkzeug. Wenn du auf den Gongolberg gehst, solltest du nach ihm suchen. Ich hab da eine Flasche schon. Wenn die hier einen Deku hinmachen, der einem Hinweis auf den Deku ein Bild weitergibt, der ihm die Flasche verkauft, dann hätten sie einem auch hier einfach die Flasche verkaufen können, mal ehrlich. Unnötig. Ich habe mal die Rubine da oben. Nachdem ich so viele Glücksfragmente bzw. so viele Tortenstücke und sowas gekauft habe, ist das ja nicht wirklich nötig. Das Wasser in eine Flasche gefüllt. Ja. Bob, 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 bob. Großartig. Boah, als ich noch ein Kind war, ich habe ewig hier verbracht und versucht herauszufinden, wie man diese Ranke hochkommt. Ich habe das nicht verstanden. Hier alle sterben. Die Hüpper hier sind schon ein bisschen sehr nervtötend. Außerdem fallen hier Felsen vom Himmel. Ein paar mehr Bomben wären langsam echt nicht schlecht. Wunderschön. Ja, eine Fingfalle. Aber können wir die ohne ein Netz oder sowas fangen? Ich weiß nicht mehr, wie das hier in dem Spiel war. Sieht so aus. Ich kann einfach die Flasche schwingen. Komm rein! Ist eine Fee in eine Flasche gefangen. Die wird dich wiederbeleben, wenn du am Ende bist. Ich schätze, ich brauche die Flasche wahrscheinlich sowieso relativ bald wieder für andere Dinge. Aber egal, jetzt haben wir erstmal eine Fee in der Flasche. Erstmal hier ein bisschen den Weg frei machen. Whoop.
Da könnte ich hochheben.